Mein Lieblingsbrauch an Weihnachten ist Geschichten vorlesen. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten darüber, was wohl die Hauptsache sei. Na klar, sagte der Fuchs. Gänsebraten, was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär. Schnee, dass es nur so glitzert. Weiße Weihnachten. Das Reh sagte, ich brauche einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern. Aber nicht so viele Kerzen, sagte die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man sehen, sagte der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid krieg, ist für mich kein Weihnachten. Und Schmuck, 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 sagte die Elster. Jedes Weihnachtsfest krieg ich einen Ring, ein Armband, eine Brosche. Na, aber Stollen nicht vergessen. Stollen, brummte der Bär. Das ist doch die Hauptsache an Weihnachten. Da verzichte ich auf vieles. Mach's wie ich, sagt der Dachs. Pennen, 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 das ist das Wahre. Weihnachten heißt richtig pennen. Und saufen, ergänzt der Ochse. Mal richtig einen saufen und dann pennen. Dann schrie er auf einmal, aua. Der Esel hat ihn einen gewaltigen Tritt versetzt. Du Ochse, denkst du denn gar nicht an das Kind? Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, das Kind, ja, das ist doch die Hauptsache. Übrigens, fragte er dann den Esel, wissen das die Menschen eigentlich?